محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Bedrückend ist es für diesen Gesandten, wenn ihr Muslime, die Ummati Muhammad, in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt. Rasul, der Gesandte, ist eifrig um euch bestrebt, in Klammern, seid es um ihn auch. Er ist zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Taube im 128. Vers. Die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wahrhaftig eines der wichtigsten Scheidepunkte, eines der wichtigsten Revolutionen in dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Das Kommen des Propheten, die Geburt allein schon, bevor er das Prophetentum überhaupt bekommen hat, allein schon sein Erscheinen auf dieser Welt, auf unserem Erdball, ist das wichtigste Ereignis und ein ganz wichtiger Scheidepunkt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Guckt euch mal heute schon mal im Fernsehen an. Wenn ihr heute die Medien aufmacht, ist das Thema, was gesprochen wird, der Islam. Morgen wird es der Islam sein. Gestern war es der Islam gewesen und übermorgen wird es der Islam sein. Die Menschheit redet seit diesem Zeitpunkt an nur noch über den Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Kommen Propheten zufällig, stelle ich mal so eine Frage in den Raum. Ja, wenn ich mal so ein Beispiel geben darf, zieht Allah ein Los und denkt sich mal, jetzt nehme ich mal ihn. Oder kommen Propheten vorherbestimmt? Wenn wir uns zum Beispiel die Geschichten aller anderen Propheten angucken, sehen wir, وَقَتَلَ دَاوُوتَ جَالُوتَ. Und David hat Jalut umgebracht. David hat Jalut, dann Goliath heißt das, oder? David und Goliath. Hat David Goliath umgebracht, Jalut umgebracht. Und nachdem David, also der Sohn von Suleiman a.s., Goliath bzw. Jalut umgebracht hat, hat Allah Ta'ala ihm die Weisheit und das Prophetentum gegeben, steht im Koran geschrieben. Wenn wir uns zum Beispiel die Geschichte von Isa a.s. angucken, sehen wir, dass die Oma von Isa a.s. namens Hanne zu Allah gebetet hat und Allah hat dieses Gebet über Maria mit Jesus alaihi salatu wassalam hervorgebracht. Also alles hat einen Hintergrund. Die Propheten, die kommen, die sind nicht, beziehungsweise die kommen nicht vom Himmel runtergefallen. Und so ist es auch beim Propheten Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. In einem Hadith sagt der Prophet, ich bin das Gebet. Merkt euch das, das könnt ihr euch auch notieren, wenn ihr wollt. In einem Hadith sagt der Prophet, ich bin das Gebet von Abraham. Ich bin das Gebet von Abraham und die Prophezeiung
meines Bruders Jesus. Also auf diese zwei Sachen ist Mohammed ibn Abdullah zurückzuführen. Er sagt selber, ich bin das Gebet Abrahams, Ibrahims, und die Vorprophezeiung meines Bruders, also Bruder bezüglich in der Religion, Jesus alaihi salatu wassalam. Und so ist dieses Gebet auch prophezeit worden. Und Ibrahim alaihi salam hat dieses Gebet schon tausende von Jahren vorher in Mekka gemacht. Dass Ibrahim alaihi salam dieses Gebet steht übrigens, denke ich, auch in der Surah Baqarah drin geschrieben, dass Ibrahim alaihi salam sagt, bring aus meiner Nachkommenschaft Imame hervor. Ibrahim a.s. sagt, bring aus meiner Nachkommenschaft Imame hervor. Und Allah sagt, ich akzeptiere dein Gebet, jedoch la yanalu ahdis salimin. Mein Gebet wird meine Unterdrückten, mein Gebet wird die Unterdrücker nicht treffen. Also auch wenn du aus dem Stamme von Ibrahim a.s. kommst, aber du bist ein Salim oder du bist ein Kafir, dann wird dich der Stammbaum von Ibrahim a.s. oder der Ahle Bayt nichts nützen. Denn Abu Jahl und Abu Lahab kommen auch vom gleichen Stamm des Ibrahim a.s., aber sie waren Salim gewesen und Allah hat es ihnen nicht gegeben, aber Allah hat es Muhammad ibn Abdullah, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Prophetentum gegeben. Wir haben auch schon vor im Unterricht gesagt, der Prophet ist in dem Jahr geboren, das ist Konsens, in dem Jahr mit dem Elefanten. Amul Fil sagt man dazu. Am el Fil. Im Jahr des Elefanten ist Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren. Das entspricht, notiert euch das. Der Prophet ist im Jahre 570 im Monat April geboren. Der Prophet ist im Jahre 570 nach Christus im Monat April geboren. Das entspricht 53 Jahre vor der Hijra. Der ist 53 Jahre vor unserem Hijra-Kalender geboren, denn logisch, als der Prophet die Hijra vollzogen hat, war er 53. So. Aber auf ein konkretes Datum können wir das Geburt des Propheten zurück nicht schließen. Auf ein hundertprozentiges Datum. Man schätzt, also was wir wissen ist auf jeden Fall, dass es das Jahr des Elefanten gewesen war, das entspricht 53 Jahre vor der Hijra, 570 nach Christus. Okay? Und wir können ungefähr auf den Monat April kommen, denn das war 55 Tage, bevor die Elefanten nach Mekka eingetroffen sind. Das heißt, der Monat April. Also Ende Februar, Anfang März war diese Elefantengeschichte gewesen, nach dem christlichen Kalender. Und was wir noch wissen ist, was der Prophet uns selber sagt, an was für einem Tag er geboren worden ist, nämlich an einem Montag. Denn, ihr wisst, es ist die Sunna des Propheten, an zwei Tagen der Woche zu fasten. Das ist der Montag und der Donnerstag. Der Donnerstag ist klar, um den Freitag zu empfangen, weil Freitag alleine zu fasten ist Mekruh. Weil Freitag ein Fest ist. Und ein Fest sollte man alleine nicht fasten. Es sei denn, man verbindet den Festtag mit anderen Tagen. Also Donnerstag und Freitag, beziehungsweise Freitag und Samstag. So, deswegen hat er den Donnerstag gefastet. Man fragte ihn, ja Rasulullah in Medina, warum fastest du den Montag? Wegen zwei Sachen, sagt er. Erstens, der Koran kam Montag herabgesandt. Das heißt, die Laylatul Qadr war am Montag gewesen und ich wurde am Montag geboren. Also wir wissen schon mal, das Jahr, den Monat ungefähr und den Tag, es war ein Montag gewesen. Die Geschichtsgelehrten der Siratun Nabawiyya sagen, dass der Prophet am 12. Rebiul Awwal geboren ist. Da feiern sogar viele heute noch diesen Mevlid Kandili. Am 12. Rebiul Awwal. Und in der Geschichte ist auch in den letzten Hunderten von Jahren der 12. Rebiul Awwal akzeptiert worden. Das entspricht ungefähr den 20. Mai. Den 20. April. Wenn wir uns das Jahr 570 angucken und gehen auf den Kalenderkonverter heute mit unserer modernen Technologie auf den 20. April, sehen wir, ja, das war ein Montag gewesen, das stimmt, aber das war nicht der 12. Rebiul Awwal gewesen, sondern das war der 9. Rebiul Awwal gewesen. Also höchstwahrscheinlich, wir gehen von 99% aus, dass der Prophet am 9. Rebiul Awwal, also drei Tage, wo wir heute
das Geburtstag des Propheten, das ist Mevlid Kandil, was in einigen Kulturen gefeiert wird, das ist normalerweise rein rechnerisch 3 Tage vorher. Das heißt nicht am 12. Rabiul Awal, weil das war ein Mittwoch oder Donnerstag gewesen, sondern am 9. Rabiul Awal, das war nämlich ein Montag gewesen. 570 ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren. Es gibt sehr viele Geschichten, was in jeder Zeit, in dieser Nacht passiert ist. Es gibt sehr viele Geschichten, was in der Geburtsnacht des Propheten Mohammed passiert ist. Davon sind einige daif und einige sind sehr stark. Ich sage, was sehr stark ist, und zwar, dass seine Mutter, Amine, mehrere Träume gehabt hat und in diesen Träumen die Geburt des Propheten bekräftigt wurde, wo gesagt wird, ein heftiges Kind wirst du gebären werden, geboren. Ein heftiges Kind wird aus dir geboren. Und es wird ein Junge sein und dessen Name sollst du Mohammed geben. Es wird ein Junge sein und dessen Name sollst du Mohammed geben, hat seine Mutter Amina öfters im Traum gehabt. Als die Geburtsnacht von dem Propheten alaihi salatu wassalam angebrochen war, die Nacht des Rabiul Awwals, des Montags, zum Morgengrauen, es gab bis dahin in Persien ein Feuer, was tausende Jahre lang gebrannt hat. Dieses Feuer ist nach tausenden Jahren ausgegangen. Das ist ganz wichtig, weil die Perser waren Majusi gewesen, sie haben Feuer angebetet. Und dieses Feuer hat immer in diesen Palästen gebrannt, es war eine Art von Feuer gewesen. Und nach tausenden von Jahren ist dieses Feuer in der Nacht des Geburt des Propheten a.s.w. erlischt. Dann gab es einen See, ein See in einer Gegend von Mekka, und dieser See ist in dieser Nacht ausgetrocknet. Man sagt sogar in einem ganz daif Berichterstattung, dass Engeln herabgesandt worden sind und sie haben das Geburtshaus des Propheten Tawaf gemacht, und ein Engel kam und hat eine grüne Fahne, so wird berichtet in einer sehr daif Berichterstattung, eine grüne Fahne in der Nacht auf die Kaaba hinaufgehisst. Und noch viele andere Erscheinungen sind in dieser Nacht in Mekka passiert. Man sagt sogar, dass die Gebirge, das sagt das Volk dort, dass die Gebirge von Mekka mit den Gebirgsspitzen sich Richtung Kaaba geneigt haben in dieser Nacht. Dass die Gebirgsspitzen von Mekka sich Richtung Kaaba geneigt haben in der Geburtsnacht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und viele andere Sachen sind passiert, die ich gar nicht hier aufzählen will. Und wie gesagt, und er ist zu jener Zeit geboren, sallallahu alaihi wasallam. Es wird sogar noch eine wichtige Sache, das möchte ich hier nochmal kurz anwählen, berichtet. Abu Jahl, der Onkel des Propheten, hat eine Sklavin gehabt namens Suwaybe. Abu Jahl, bekannt später in der Dawa des Islams, der größte Feind des Propheten. Aber sein Onkel. Und er hat eine Sklavin gehabt, Suwaybe. Und dieses Suwaybe hat Abu Jahl die Nachricht gegeben, dass er einen Neffen namens Mohammed bekommen hat. Diese Sklavin von Abu Jahl hat ihm die frohe Botschaft gegeben, dass er einen Neffen bekommen hat. Und er hat sich so gefreut über diese Nachricht, dass er sie befreit hat aus ihrem Sklaventum. Er hat sie frei erklärt, und in einer anderen Berichterstattung sagt er, zu jener Zeit hat Abu Jahl sich so über seinen Neffen gefreut, dass er hunderte von Schafe oder Kamele für Mekka geschlachtet hat und ein Festessen gegeben hat. Später, nachdem Abu Jahl gestorben ist in den Kriegen gegen den Propheten alaihi salatu wassalam, berichtet Abbas, auch der Onkel des Propheten, aber schon Moslem geworden, ein wichtiger Name der Familie des Propheten, der Ahle Bayt, salamullahi alaihim ajma'im, sagt, dass er Abu Jahl im Traum gesehen hat, wie er im Feuer brennt. In Jahannam brennt Abu Jahl. Aber in Jahannam geht Abu Jahl im Traum immer zu einer Ecke zu Jahannam und steckt seinen Kopf da rein.
Und Abbas fragt im Traum zu Abu Jahl: Ja, Abu Jahl, warum steckst du in dieser Hölle immer deinen Kopf in diese Ecke rein? Und er sagt: Dadurch kommt ein leichter Wind zu mir. Ein leichter Sog von Wind, ein kleiner Durchzug von Rahmet kommt dort raus. Allah hat mir das deswegen gegeben, weil ich mich zu jener Zeit, als der Prophet Mohammed geboren worden ist, mich über seine Geburt so gefreut habe, dass ich meine Sklavin Suwaiba freigesprochen habe und dass ich ein Festmahl für Mekka gespendet habe. Aufgrund dessen, weil meine Freude dessen Geburt so groß gewesen war, hat mir Allah dieses Loch in Jahannam gegeben, wo ich Luft bekomme. Das hierzu. Als der Prophet geboren worden war, war es eine Tradition in Mekka gewesen, das wissen viele von euch, dass neugeborene Kinder in Mekka durch andere Familien auf die Berge gebracht worden sind. Warum? Mekka war ein Ort gewesen, wo es sehr heiß gewesen war. Damals gab es keine Klimaanlagen wie heute. Also ich möchte nicht wissen, wenn Leute heute nach in die Umrah fahren, an erster Stelle ich oder in die Hajj, und die würden im Zimmer keine Klimaanlage bekommen. Ich denke, das wäre die Hölle auf Erden. Also es ist wirklich unerträglich. Es ist unerträglich. Also nicht es ist nur leicht erträglich. Es ist unerträglich, in der Tal von Mekka, wo sowieso kein Wind herrscht, in einem unklimatisierten Raum zu schlafen. Aber sie haben es gemacht. Und damit die Kinder dort nicht so belastet werden, die Neugeborenen in dieser Hitze, erstens nicht belastet werden, zweitens nicht faul werden, weil in Mekka haben sich die faulen Leute abgenistet. Die lagen dort in der Hitze, haben sich da haben auf den Bergen gechillt, sage ich jetzt mal, oder in Ecken vor der Hitze, damit die Kinder dadurch nicht faul werden. Und drittens, was noch wichtiger ist, damit sie ein Fasih Arabisch lernen können. Weil das richtige Fasih, das richtige Dialekt-Arabisch, das freie, das reine Arabisch, hat man nämlich auf den Gebirgen Arabiens sprechen gelernt. Und dafür gab es einen Stamm in den Gebirgen, der nennt sich den Stamm von Beni Sa'd. Und dieser Stamm von Beni Sa'd ging jährlich nach Mekka herunter und eine Familie hat sich dort ein Kind von einer anderen Familie genommen und hat dieses Kind für 2, 3, 4 Jahre bei sich bewahrt und hat es dann später wieder zu seiner richtigen Familie zurückgebracht. Frage, gab es dafür Geld? Nein. Das ist wichtig. Die Milchfamilien, die Milchmutterfamilien haben dafür kein Geld bekommen. Krass, oder? Ja, was haben die denn dann bekommen? Wie es bei unseren arabischen Freunden so ist, sie haben die Familien miteinander vernetzt. Das heißt, es fing eine soziale Beziehung fing an mit der Familie vom Berg, mit der Familie vom Stadt. Sie haben kein Geld bekommen, aber weil ja dessen Kinder Milchgeschwister wurden, haben sie Erbanteile bekommen. Das heißt, wenn die Familie in Mekka eine sehr reiche Familie war und dessen Kind beziehungsweise dessen Baby, sage ich jetzt mal, haben sie genommen für 2, 3 Jahre und die Mutter hat gestillt und wurden automatisch zur Familie. Das heißt, eine soziale Verbindung ist zu einem reichen Stamm in Mekka aufgebaut worden und das Ökonomische wurde dadurch automatisch natürlich erledigt. Und gleichzeitig haben sie Erbanteil bekommen und haben sie auch größeres Anteil bekommen. Und wie ihr wisst, der Prophet Mohammed a.s. kam nicht gerade aus einer reichen Familie, denn sein Vater war tot. Also ein Kind war hier im Umlauf, was keinen Vater hatte, eine Mutter natürlich, Amine. Da gab es nicht so viel Profit zu holen. Also was willst du da aufbauen? Und in diesem Stamm von Beni Sa'd, in diesem Stamm von, übrigens, ich habe letztens sogar im Fernsehen gesehen, wie sie, also dieser Stamm von Beni Sa'd, dieses Gebirge gibt es immer noch, dieses Ort gibt es immer noch, leider ungepflegt, wie es zu dieser Region immer passt, es wird nicht geschützt, aber man kann sogar noch die Umrisse, heute noch, man kann die Umrisse vom Hause des Propheten sehen, wo er bei dieser Familie gelebt hat. Traurig, dass das nicht gepflegt wird. Aber man kann es noch sehen. Man kann es noch sehen. Auf jeden Fall, und dieser Stamm Beni Sa'd ist runtergegangen, natürlich mit mehreren Kamelen, hunderten Kamelen, was weiß ich, zig von Familien, und alle freuen sich in Mekka eine reiche Familie, beziehungsweise ein reiches Kind da unten zu ergattern.
Und aber eine Familie war sehr arm. Natürlich die Familie von Halime. Und sie war sogar so arm gewesen, dass sie, yani, der Vater, ihr Mann hat sogar gesagt, wie willst du das Kind stillen? Du hast kein Milch in deiner Brust. Also so wenig Bereket haben wir. Und man sagt sogar in den Berichterstattungen, die anderen Karawanen mussten auf Halime warten, weil sie mit ihrem Kamel nicht hinterherkam. Und sie haben halt gesagt, was willst du in Mekka machen? Wer will dir dein Kind anvertrauen? Und ne, diese ganzen Geschichten. Und natürlich, ihr müsst euch das ja bildlich vorstellen, diese Familien kamen nach Mekka rein. Die Mekkaner Familie haben sie empfangen. Und jeder hat natürlich wie so auf einem Basar sich dann die Kinder, du nimmst mein Kind, ich nehme dein Kind und ne, ausgetauscht. Aber zwei blieben übrig. Die zwei Ärmsten blieben übrig. Nämlich Amine. Amine ist zu jedem hingegangen. Nimm mein Kind, nimm mein Kind. Und die Leute haben gesagt, ja Amine, wir würden gerne dein Kind nehmen. Aber du weißt, mit was sollen wir dann eine soziale Beziehung aufbauen? Wir sind ja selber arm auf unserem Gebirge. Wir wollen, damit uns auch gut geht. Warum sollen wir das einfach von einem armen Familie nehmen? Sie haben das nicht angenommen. Und das gleiche ging auch bei Halime. Bis sich Amine, also die Mutter des Propheten, bis mit Halime, die Milchmutter des Propheten, getroffen haben. Und Amine kommt zu Halime und sagt, ja Halime, nimm mein Kind. Und sie sagt, ja Amine, ich würde gerne dein Kind nehmen, ich bin aber selber die Ärmste aus meinem Stamm. Und dies und das. Und die Diskussion fängt an. Ich glaube, ihr Mann von Halime ist bei ihr. Und er sagt, ich denke, dass Allah Ta'ala mit diesem Kind uns Bereket geben wird. Und Halime nimmt das Kind Mohammed und geht mit ihm auf die Berge. Und schon fängt bei dieser Familie die Veränderung an. Sie bekommen die meisten Kamele. Sie bekommen das meiste Milch. Man sagt sogar, es wird als Milch gemolken und die Milch hört nicht auf rauszukommen. Eine übertriebene Bereket, eine übertriebene Bereket, die im ganzen Stamm von Beni Saad auf den Gebirgen erkannt wird. So weit sogar, dass Halime mit ihrem Mann Angst bekommen und nach 2 Jahren zurückgehen zu Amine. Nicht um das Kind abzugeben, um ihn zu hinterfragen, was ist das für ein Kind? Aber sie sagen nicht, dass Amine, also der Mutter des Propheten, da was für Wunder und was für Bereket bei denen in der Wohnung passiert, beziehungsweise in der Umgebung passiert. Sie wollen einfach nur mal fragen, was ist Mohammed für ein Kind? Yani, was ist das los? Yani, gibt es dafür bestimmte Dings? Aber sagen nicht den eigentlichen Grund. Und nehmen Mohammed nach dem zweiten Lebensjahr doch wieder mit zurück auf die Berge. Und auf diesen Bergen passieren einige wichtige Sachen. Das erste ist, Mohammed a.s. wird dort von 2 Engeln operiert. Osman war sein Milchbruder gewesen. Und Osman sagt, als Mohammed als kleines Kind noch die Schafe gehütet hat, sah ich auf einmal, wie 2 Menschen, wie 2 Gestalten auf ihn zukamen und sie haben ihn in seinem Bauch aufgeritzt und haben aus seinem Herzen was Schwarzes rausgeholt. Diese Geschichte passiert im Leben des Propheten 2 Mal. Einmal als Kind auf den Bergen von Beni Saad und einmal kurz vor Miraj, als er von Mekka nach Jerusalem und von dort in den 7. Himmel hoch. 2 Mal passiert die Operation. Das berichtet uns Osman, der Milchbruder des Propheten. Ich weiß es also nicht, ich denke, es war Osman bin Mas'un gewesen. Und die zweite Geschichte ist, der Prophet, a.s., natürlich als Kind kein Prophet, läuft auf den Gebirge rum und er sieht einen Mann, der kein Gesicht hat. Ein Dämon. Und er fragt den Dämonen, den Djinn, woher kommst du mitten hier auf dem Gebirge? Und er gibt ihnen diese präzise Antwort, ich komme von Adam und gehe zu Mohammed. Das heißt, er kommt von einer ganz langen Zeitspanne. Diese Geschichte passiert. Und dann gab es noch mit Araf noch einige Geschichten. Da möchte ich jetzt nicht dazu was zu sagen. Es gab Araf. Das waren Ärzte, Heiler und Scharlatane gewesen. Die haben mehrere Berufe gleichzeitig gemacht. Wenn man ein neugeborenes Kind hatte, hat man das sofort zu den Arafs gebracht. Und hast du denen gebracht, was ist das Schicksal meines Kindes? Und wie gesagt, er war Scharlatan, Heiler und Arzt gleichzeitig. Dieser Araf. Und Halime brachte auch dieses Kind, ihr Milchjungen, zu Araf auf den Berg und sagte, guck dir mal das Kind an, bitte zeig mal, was das ist.
Und er guckt das Kind an, Mohammed, macht seinen Rücken auf und sieht hinten, es war noch nicht der Stempel des Prophetentums. Aber man sagt so, wie wenn man eine Flasche auf den Rücken haut und der Rücken geht kaputt und da entsteht was Braunes drauf. Also es entsteht das Stempel des Prophetentums auf den Rücken. Und dann guckt dieser Arraf in die Augen des Propheten und in den Augen ist was Rötliches drin. In den Augen des Propheten ist was Rötliches drin. Daraufhin sagt der Arraf zu Halime, Wallahi, dieses Kind wird später die arabische Halbinsel beeinflussen. Kinder, die so eine Anzeichen haben, was Rötliches in den Augen haben, kein Blut, was anderes, zu jener Zeit, und dieses Merkmal auf dem Rücken haben, sie werden die Geschichte Arabiens verändern. Und noch eine wichtige Geschichte passiert, als Mohammed als kleines Kind bei den Zelten spielt, kommt eine jüdische Karawane vorbei. Und unter diesen jüdischen Karawanen ist ein Rabbiner. Und dieser Rabbiner erkennt Mohammed von Weitem. Und Mohammed erkennt ihn und Mohammed fängt an abzuhauen. Und der jüdische Rabbiner hinterher. Ein jüdischer Rabbiner bleibt stehen und Mohammed a.s. versteckt sich im Zelt. Er geht zu seiner Mutter, der Rabbiner, und sagt, bring mir diesen Jungen raus. Bring mir dieses 4-5-jährige Kind raus. Amina geht ran und versucht, den Propheten Mohammed rauszubringen und er sagt, nein, ich gehe nicht raus. Daraufhin fragt Amina zum Rabbiner, was willst du eigentlich von meinem Kind, Jane? Warum bist du so heiß auf ihn, sage ich mal? Und er sagt, wenn es diese Person ist, an was ich denke, wird er später unser größter Feind werden. Wenn es diese Person ist, die ich erkannt habe, wenn es diese Person ist, wird diese Person später unser größter Feind werden. Warum sagt er das? Weil alle Juden, hört zu, alle Juden haben bis zu diesem Zeitpunkt an den letzten Propheten erwartet. Sie haben gesagt, es muss in diesen Jahrzehnten kommen. Und man weiß sogar, dass 4 Personen in Medina, als der Prophet die Hijra vollzogen hat, den Namen Mohammed trugen. Auf diesen Grund, weil der Name Mohammed auch im Alten Testament vorkommt und sie haben ihn deswegen den Kindern gegeben. Also Mohammed war nicht der Name, der an dem Tag, wo er geboren ist, zum ersten Mal weltweit gegeben worden ist. Die Juden haben diesen Namen schon 4-mal zu jener Zeit gleichzeitig gegeben. Deswegen, als der Prophet Mohammed nach Medina die Hijrat macht, sind dort schon 4 Leute, die Mohammed heißen. Die natürlich dann zum Islam konvertieren, aber jüdische Abstammung haben. Die haben es erwartet. Sie wussten, es kommt jetzt was, aber mit was für einem Unterschied? Sie haben gesagt, er kommt von den Kindern Israels. Aber wenn er von den Arabern kommt, wie es in der Bibel vorausprophezeit worden ist, aus den Kindern Abraham, aus den Brüdern von Moses, dann hat er gesagt, wird es später unser größter Feind sein. Das zum Geburt unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. So viel, denke ich, reicht. Man kann über dieses Geburt des Propheten alaihi wasallam sehr, sehr viel sagen. Sehr, sehr viel sagen. Übrigens, die Beziehung zum Propheten Halime hat jahrelang danach noch angedauert. Halime kam jedes Jahr den Propheten besuchen. Und eines Tages war der Prophet 30 und schon 5 Jahre verheiratet. Und sie kam nach langer Zeit lang wieder nach Mekka, hat die Tür vom Prophetenhaus geklopft. Und wer hat die Tür aufgemacht? Hatijatul Kubra. Seine Frau. Als Sifat meine ich jetzt. Als Eigenschaft. Und Khadija hat die Tür aufgemacht und macht die Tür auf. Wer bist du? Wo ist Mohammed? Khadija ruft Mohammed und fragt, wer ist das? Er guckt und freut, umarmt die Mutter und sagt, das ist meine Mutter Halime. Das ist meine Mutter, er betitelt sie mit seiner Mutter. Weil Tanten sind wie Mütter im Islam. Und er umarmt sie und Halime sagt, ich habe jetzt zurzeit sehr viele Probleme. Wir haben wieder eine Not auf den Bergen, kannst du uns helfen? Und der Prophet sagt, ich habe nichts. Woraufhin seine Frau Khadija im Namen des Propheten, also Mohammed, damals noch kein Prophet, Halime 2 Kamele schenkt. Und andere Sachen, ein paar Ziegen, und diese Angaben sind in den Büchern angegeben. Und was noch interessanter ist, als der Prophet wird, nach Medina die Hijra macht und Mekka erobert, kommt er nach Mekka. Und als er nach Mekka kommt, kommt eine ganz alte Frau zu ihm. Halime ist zu jener Zeit tot.
Und er sagt, und diese Frau kommt zu ihm, es war seine Halla gewesen, es war seine Tante gewesen, also die Schwester von Halime. Und die sagt, ich bin die Schwester von Halime, deine Mutter ist tot. Und er sagt, wenn meine Mutter tot ist, bist du jetzt meine Mutter. Also, das geht weiter. Und er freut sich, umarmt sie und bestückt und beschmückt und beschert die ganze Karawane, die mit dieser Sache von Beni Saad gekommen ist. Guck mal, obwohl er schon 2 Jahre vor seinem Tod und sagt, du kommst von dem Stamm meiner Mutter, du bist meine Tante, Milchtante, und beschmückt, beschert die ganze Karawane mit Essen und mit bestimmten Gut. Hier erkennt man schon vor dem Prophetentum, das ist hier wichtig für uns, was für ein Achlag der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, bevor er Prophet getauft worden ist. Deswegen, der Koran gibt manchmal eine wichtige Antwort auf, warum Mohammed, warum ist Mohammed Prophet geworden? Surah Kalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, denn du besitzt wahrhaftig vorzügliche Eigenschaften. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين